Der Rutenbecker Weg in Sonnborn ist Teil der lokalen Radrouten der Stadt Wuppertal und Teil des NRW-Radwegenetzes. Das ist dieses Netz mit den roten Pfeilen und Schildern. Das Problem: Mit dem Rad darf man den hinteren Teil der Straße gar nicht befahren. Ich treffe mich vor Ort mit Ulrich Schmidt, der mir das Problem genau schildert. Ja, das Problem ist, dass unsere liebe Verwaltung, ja, die hat jetzt 2013 erstmal Kontakt aufgenommen, es bis jetzt noch nicht geschafft hat, das letzte Stückchen, was man hinter mir sieht, die 15 Meter Einbahnstraße für den Radverkehr freizugeben. Bis heute Morgen hatten wir auch dieses lustige Schild hier hinter mir nicht, sondern das war nur Radwegende gekennzeichnet. Und wenn man jetzt vor nach links und rechts guckt, kann man vorne erkennen, dass es eine Einbahnstraße ist und der Autofahrer nicht darauf hingewiesen worden ist, dass da ein Radfahrer entgegenkommt. Das war also sehr, sehr gefährlich. Aktuell muss hier das Rad also geschoben werden. Wenn Fußgänger behindert werden, muss das Fahrrad sogar auf der Fahrbahn geschoben werden. Nun könnte man hier ja einwenden, dass die Stelle etwas eng ist. Natürlich ist es hier ein bisschen enger, aber gerade in der 30er-Zone steht zum Zeichen 220, also Einbahnstraße, dass beim Busbetrieb da ist, 3,50 Meter Durchfahrtsbreite reicht. Die Kreuzung vorne ist auch sehr gut einsehbar, sowohl als Rechtsabbieger als auch Linksabbieger. Man könnte entweder noch einen kleinen Schutzraum unten auf dem Boden markieren. Das kann man auch hinten an der Gatterleier gleich sehen, dass da so ein Schutzräumchen vorhanden ist. Für Ulrich Schmidt ist klar, diese Straße muss also für den Radverkehr freigegeben werden. Entsprechende Anträge wurden bereits gestellt, ein Ergebnis steht allerdings noch aus. Eines ist auf jeden Fall sicher, wir bleiben am Thema dran.